Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Get to the Games zum letzten Opening der Stapletons 2024, zumindest im Frühjahr 2024. Mal gucken, was dieser noch so auf uns zukommt in Sachen Produkten. Und dieses Mal mit Drachen-Pokémon, habt ihr es gerade schon gesehen, wieder Stickerbögen drin und drei Booster-Packs vom Fusionsangriff, Entwicklung in den Paldea und strahlende Sterne. Ja, jetzt haben wir dann alle. Okay, Fusionsangriff als Glückspack und ich sehe schon, die kann man echt gut stapeln. Ja, vor allem so. Das platzsparender, finde ich, als die Dinge. Wir legen los. Wie immer ist alles in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr also die Sachen auch kaufen wollt, dann einfach in die Beschreibung gucken und ansonsten checkt Social Media aus. Kann ich euch bloß empfehlen. So, Capoeira, Magmabecken, Krebutak, Bämon, Bomi, Krupuk, Magma, Krebskorps, ein Iris Bomadame, und ein Elevoltech als normale Rare. Das war nix. Das war Mikrik. So, Entwicklung in der Paldea. Denk dran, du brauchst keinen Tausch. Ja, ich muss keinen Kartentrick machen. Nur gleich. So. Wir gucken rein mit Sankabu, Tarundel, Kramurx, Traumfugil, Hypnomorba, Kramchef, Mogelbaum, ein Iris Farigiraf, eine Iris Lieferdrohne und ein Holorexblizzard. Das war auch Mikrik. So, Fusionsangriff. Gutes Set. Hat schon mal gegönnt Anfang der Woche. Ich bin gespannt. Wir starten mit dem Küchenchef. Patinaraya, Barakifa, Legios, Fukano, Servol, Galaflampion, Pampam, Karpels als Reverse und eine Marakamba als normale Rare. Das war leider auch nichts. Schade. Also die Timboxen haben jetzt nicht so krass gegönnt, aber es sind auch drei Booster-Packs. Wenn ihr mehr Booster-Packs habt, habt ihr natürlich auch mehr Chancen, was zu ziehen. Und nichtsdestotrotz, ziemlich coole Produkte, coole Timboxen. Sehen auch so sehr cool aus, wenn man die stapelt. Ich zeige euch das mal. So. Ne? Also kann man schon machen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, das war's für uns für heute. Im nächsten Video gibt es dann das Opening der Lokana, des neuen Lokana-Sets. Freue mich auch schon sehr drauf. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.